Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Wir wollen heute mal für Clint ein wenig Erz besorgen. Und dazu gehen wir mal, wo gehen wir hin? Auf Stufe, boah, probieren wir mal mit 20. 20 war natürlich ein bisschen blöd und da kriegen wir natürlich nichts. Und wir brauchen 30 Kupfererz. Wenn ich denn dann hier mal durchkomme, will ich hier wieder so ein Level, wo natürlich gerade kein Erz ist. Das ist natürlich ärgerlich. Und die Leiter auch nicht passend parat. Aber da ist sie schon. Da haben wir Kupfererz. Sehr gut. Und die Leiter ist auch direkt da. Aber dann will ich erstmal kurz gucken, ob hier noch mehr Kupfererz ist. Weil dafür sind wir ja schließlich hier. Aber, oh doch. Einmal noch. Hier noch wieder dazu. So muss es weitergehen. Dann sind wir hier auch schnell durch. Perfekt. Da leider kein Erz drin. Käferfleisch werden wir auf alle Fälle mitnehmen. Brauchen wir für unsere Angelköder. Oh, kommt her. Euch eliminieren wir hier mal ganz schnell. Waren da nicht eben zwei? Ich habe doch nur einen getötet. Wo ist der zweite? Da haben wir Kupfererz. Ja, zwei Stück. Da nochmal. Auch nur zwei. Hier noch was. Hier ist nichts weiter. Also können wir gleich wieder eine Etage tiefer gehen. Nicht lange aufhalten. Wir wollen ja nur fest das Erz zusammenkriegen. Hier ist ein bisschen mehr. Das ist sehr gut. Auch noch. Die Leiter war ja oben da. Da ist aber nichts weiter. Erstmal hier wieder die Käfer abwarten. Aber wie gesagt, wir kriegen wenigstens das Käferfleisch. Das können wir gut gebrauchen. Wie kommen denn hier noch? Haben wir schon genug Erz? Hat einmal eben da geklingelt. Das wird wahrscheinlich bedeuten, dass wir schon die 30 zusammen haben, die wir brauchen. Das wäre natürlich optimal. Trotzdem noch das mit, was ich jetzt hier finde. Noch ein bisschen mehr Käferfleisch. Und wir gucken einmal. Ich will das gar nicht irgendwie sehen. Wir haben 44, also haben wir auf jeden Fall genug. Dann werden wir mal weitergehen. Einmal nach unten. Und dann wieder nach oben, damit wir die Mine verlassen können. Dann mal schnell unser Gefährt nehmen, dass wir wieder nach Hause kommen. Weil es ist schon 18.20 Uhr, heißt Clint ist nicht mehr zu Hause. Oder nicht mehr in seinem Laden. Daher müssen wir das dann morgen abgeben. Die Steine können wir schon mal hier lassen. Die ganzen Sachen haben wir hier drin. Käferfleisch haben wir hier drin. Die Boden haben wir hier drin. Haben wir hier drin. Und die Bomben, die hatten wir, glaube ich, hier reingepackt. Oder? Genau. Da sind dann alle raus. Kohle kommt hier wieder rein. Waren da rein. Dann beenden wir mal schnell den Tag. Ja, wollen wir beenden. Da gibt es wieder ein bisschen Gold für unsere Kartoffeln. 1500. Das nehmen wir natürlich gerne entgegen. Weil wir verbrauchen ja doch allerhand an Gold. Eben vom Land, was gibt es? Lachsbärenzeit. Das kennen wir doch schon. Die sammeln wir wieder fleißig ein. Gut, fangen wir heute mal mit den Hühnern an.
Futter noch hinlegen. Erledigt. Dann wird es hier erstmal eben zur Ernte weitergehen. Danach gucken wir dann mal die Post, wer uns denn da schreibt. Und dann sollte es eigentlich auch Zeit sein, dass wir zu Clint gehen können. Hatten wir die so ausgesät oder war das durch gemischte Saat? Ich weiß das schon gerade gar nicht mehr. Ah, sind hier noch welche? Ich glaube, ich mache gleich mal die Bäume da weg. Nein, nicht essen. Du sollst nur ernten. Fleißig ernten und uns Geld reinbringen. Oh, hier ist alles geerntet. Ich werde mal eben Sachen wegpacken. Da haben nichts von den Sachen. Wir nehmen mal die falsche Truhe, die Kartoffeln wieder mit. Anderen Sachen haben wir die. Da haben wir was. Kommen da auch erstmal mit rein. Kommen wir da nicht zu den Lachsbären? Ich will doch dahin. Kommen wir nicht hin? Verdammt, aber da oben kommen wir hin. Die nehmen wir nämlich alle mit. Alles, was wir kriegen könnten, nehmen wir davon mit. Wo hatten wir das Bier? Ich habe es schon wieder vergessen. Oh Mann. Warum gibt es hier nicht ein System, wo alles in einem drin ist? Hier war das. Eine Ei kann noch da reingepackt werden. Gucken mal, was gibt es hier in der Post. Er ist großer Fan von Lauch. Könntest du mir einen bringen? Oma Evelyn. Lauch haben wir, oder? Das könnten wir natürlich dann gleich verbinden. Lauch, Lauch, Lauch. Wo ist der Lauch? Frühlingszwiebeln. Löwenzahn. Haben wir nicht Lauch? Da haben wir ihn. Nehmen wir mal einen ganz normalen. Mal eben hier Kartoffeln wieder aussehen. Dann werden wir gleich ganz kurz auf unser anderes Feld gucken. Ob da auch was geerntet werden muss. Wir wollen ja keine Zeit verlieren. Da ist alles. Da ist ein freier Platz. Da, da. Da unten auch. Da noch und da haben wir einen vergessen. Dann haben wir aber, glaube ich, alles, jedenfalls auf diesem Feld. Clint gehen wir, wie gesagt, direkt im Anschluss jetzt gleich. Hier sieht noch alles wunderbar aus. Nichts bereit zum Ernten. Kann es ja nicht immer sein. Dann werden wir mal zu Clint eben hinfahren. Packe ich noch weg. Und wenn wir Oma Evelyn treffen, geben wir da auch gleich den Lauch ab. Und dann müssten wir eigentlich einen kleinen Spaziergang machen, um uns noch hier Lachsbären einzusammeln. Sehr schön. Zahlung nehmen wir gerne an. 340. Und die Erze haben wir sogar auch noch dabei. Also alles wunderbar. Oh, und da sind wieder kleine Würmchen auf dem Boden. Und da ist auch gleich ein Buch noch wieder drin. Von den verlorenen Büchern fehlen uns ja auch noch einige. Daher bloß immer alles mitnehmen. Oma Evelyn. Waren doch hier oben irgendwo, oder? Waren die hier? Ich glaube ja. Wie das? Das ist sie. Und erledigt.
gibt es dafür, oh, 500. Das hat sich gelohnt. So, dann werden wir mal, oh, hier gibt es 9. Nein, da wollten wir nicht hin, wir wollten dahin. Ich zahle 400 Gold an jeden Angler, der Katzenfisch, also 2 Katzenfische fängt. Kannst den Fisch behalten. Katzenfisch? Ja, haben wir den schon mal? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Und wieder 3. Und nochmal 3. Also die lohnen sich wirklich. Sammeln kann ich nur empfehlen, dass man die mitnimmt, wenn die Zeit ist. Weil da kriegen wir doch reichlich zusammen. Und das alles kostenlos. Entweder um sie halt selber zu verarbeiten oder um verkaufen und ein bisschen extra Gold zu bekommen. Ist ja beides nicht verkehrt. Darum gucken wir auch hier unten einmal längs, gehen wieder auf die Insel rauf. Denn hier an Stein rum. Da ist noch ein Strauch und dann gehen wir erstmal runter. Dass wir auf die Insel kommen, da wissen wir ja, da liegt immer allerhand. Dafür haben wir im Moment kein Geld über, um uns einen neuen Hut zu leisten. Da sind dann erstmal unsere, wie heißt das, Werkzeuge an der Reihe. Einsammeln, nichts vergessen. Ein paar Sträucher könnten hier ruhig noch sein, aber die sind ja auch nicht verkehrt. Frühlingszwiebeln sonst für uns. Noch welche. Da unten noch Lachsbeeren. Da ist noch ein Strauch. Noch einer. So läuft das. Mal in die Richtung. Natürlich auch gern mit. Wilden Meerrettich. Hier, Paparazzi hat Foto von uns gemacht. Habe ich genau gesehen. Haben wir hier auch gleich ja alles durch. Ein paar sind hier noch. Ah, was hier? Noch einer? Nein, da ist nichts weiter. Also gehen wir mal wieder auf unser Grundstück. Wir können da auch noch mal die linke Seite abklappern. Da versteckt sich noch einer. Da ist noch nichts wieder. Und finden wir hier auch noch was? Schade. Sieht nicht so aus. Kommt hier nirgends mehr durch. Das wächst wie Unkraut, die Bäume. Man sieht das hier ja schon. Überall ständig neue Bäume. Das ist echt nicht normal, wie das wächst. Und schon wieder 51 Lachsbeeren zusammengesammelt. Da sieht man mal, das macht sich schon bemerkbar. Erstmal Sachen wieder alle wegpacken. Erze können wir jetzt auch wegpacken. Honig, wo hatten wir den? Da war er nicht. Da war er. Sehr gut. Und dann mal eben machen, dass das auch weiterläuft. Um die Hühner hatten wir uns schon gekümmert, oder? Ich guck mal lieber rein. Ja, da läuft alles perfekt. Da sind noch welche. Doch gar nicht mehr hier.
kommt ja nirgends mehr durch. Wir müssen doch wenigstens die Wege hier frei haben. Auch gleich mal weg und der auch weg. Oh, da wächst das dran, also kann der auch weg. Ich glaube, wir könnten hier fast jeden Tag Holz fällen gehen, weil hier so viel wächst. Also so viel nachwächst. Ich glaube, sammeln haben wir auch noch nicht auf der höchsten Stufe, ne? Also daher ist es ganz gut, dass wir unsere Sammelfähigkeit hier jetzt noch ein bisschen weiter nutzen. Dass wir da unseren Skill auch aufs Maximum. Finden wir hier noch was? Sehr schön, gleich zwei Sachen. Noch ein. So gefällt uns das. Ach, hier wird jetzt nicht mehr groß was sein, sind wir ja in der Stadt. Da müssen wir mal zusehen, dass wir die letzten Sachen, die uns fehlen, noch bekommen. Eine Blume. Auch gerne mit. Aber sonst ist hier auch nichts weiter. Dann haben wir einmal komplett alles abgeklappert. Und haben schon wieder 21 noch dazu bekommen. Also absolut nur empfehlenswert, dass man die alle mit aufsammelt, was man kriegen kann. Kommt da rein. Holz haben wir hier drin, den Harz auch. Und ja, wo haben wir Sachen? Fehlt echt, was mir so im Spiel fehlt, ist irgendwie so ein System, dass alle Kisten aneinander angeschlossen wären. Dass man eine große hat. Das wäre das Optimalste. So, den Tag können wir auch beenden. Jo, ab ins Bett. Leider nicht gereicht, um unsere Hofarbeit zu upgraden. Mal gucken. Nein, Herstellung wollten wir nicht. Karte wollten wir auch nicht. Da, Fähigkeiten. Hofarbeit, sage ich schon. Hofarbeit haben wir schon voll. Ich meinte sammeln. Da fehlt uns ja noch zwei Punkte. Also müssen wir echt zusehen, dass wir alles mit aufsammeln, was geht. Fischen können wir auch noch weiter hoch machen. Minenarbeit auch. Das ergibt sich dann alles, ja, wenn wir in der Mine halt weiterarbeiten. Genauso mit Kampf. Das wird dann ja sozusagen parallel. Und sammeln müssen wir halt zusehen, dass wir das jetzt in der Zeit machen, wo die Lachsbären da sind. Aber an dieser Stelle würde ich auch erstmal wieder sagen, machen wir einen kleinen Cut. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar oder auch ein Like da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin erstmal, tschüss!